Gucken kurz bei Moji rein. Look at this beautiful nature. Der Duft des Waldes lässt mich in Wallung bringen. Sam, Bro, immer wenn ich durch den Wald gehe, no joke, ich habe knallharte Dauererektionen, will irgendwas ficken. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem erneuten Video von mir. Ich befinde mich hier am Sack der Welt und das hat einen Grund. Oh. Und ich warte, bevor ich über irgendein Auto rede, Bruder. Jungs, ich war 14 Tage in gottverdammter Quarantäne. Oh, ich würde auch gerne mal mit Antonia zusammen streamen. Athene, Mann! Das war nicht cool, Alter. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Knast gewesen. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Hatte Moji Corona oder wollte er einfach nur zu Hause bleiben? Hier, Freunde, was geht? Ich bin endlich wieder raus aus der Quarantäne, Digga. Ich war jetzt 14 Tage weg. Heute ist mein erster Tag, wo ich quasi ja, wieder raus darf aus meiner Wohnung, Digga. Und ihr habt es bestimmt im letzten Video gesehen. Da sah der Wetterbericht am Dienstag nicht wirklich schmackhaft aus. Und jetzt guckt euch dieses Wetter an, Digga. Ich bin so glücklich, hab mich so gefreut. Ich glaube, ihr wisst alle, was heute auf euch zukommen wird. Wir werden heute eine Menge Spaß haben, Freunde. Seht ihr meinen Schatten? Was macht der im Wald? Wer hat den Porsche da geparkt? Ich setze mich auch direkt mal rein, Freunde, weil es ist irgendwie sehr, sehr windig. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ihr mich nicht hören könnt draußen. Jetzt. Ich dachte immer, Moji kann nur Motorrad fahren. Könnt ihr mich bestimmt hören? Hallo, da bin ich wieder. Also, Freunde, wir sitzen jetzt im Auto drin, okay? Ich werde jetzt das allererste Mal mit euch zusammen in meinem neuen Auto fahren. Die Zündung ist sich an. Mein neues Auto! Wir haben heute drei Dinge, die wir mal miteinander durchleben, enjoyen und genießen werden, okay? Erste Sache, Autobahn. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, wir werden heute ballern, Digga. Zweite Sache, Launch Control will ich auch unbedingt mit euch machen, weil das ist geisteskrank. Es ist wirklich absolut krank. Und dritte Sache, was wir auf jeden Fall machen werden, was euch auch sehr gut schmecken wird, Tunnel, Digga. Soundcheck im Tunnel, Bruder. Schon ein geiles Auto. Ich kann nicht mehr. Motor ist an, Klappe ist auf, Digga. Freunde, wir rollen auf den Streets. Soll ich Fenster ein bisschen aufmachen? Ja, ich mach Fenster ein bisschen auf, dann hört ihr auch ein bisschen Sound, Digga. Okay, Freunde, wir befinden uns auf einer Landstraße. Bruder, das fast ins Feld gefahren. Das ist halt der Alte, der hat noch einen ganz anderen kranken Sound. Seht die Kurven, achtet auf den Tacho, okay? Also ich fahre gerade hier 90 km/h. Guckt euch die Kurve an, 100 km/h. Guckt euch die Kurve an, immer noch 100 km/h. Bruder. Ist er nicht, also... Ich weiß nicht, wie ich euch das über... Digga, steht da eine Kuh auf der Straße? Junge, what the fuck? Du bist ein Majestät... Alter, was für dicke Zitzen, Alter. Was geht? Du bist... Oh, guck mal, Digga, was für Pralle, Alter. Du bist ein Majestät... Junge, die müssen mal dringend abgesaugt werden. Ethisches Geschöpf. Ich hab dich lieb. Ich fahr lieber weiter, bevor die noch irgendwie einen Ausraster schiebt und... Ist ja so. Der ist ja voll viel drin. Mein Auto irgendwie anrennt. Bruder, das war eine wunderschöne Kuh. Ja, weiß ich jetzt nicht, also... Mit dem Auto kannst du um Kurven fahren, dass dir schwindelig wird. Das liegt so behindert auf der Straße, das Auto. Das ist nicht mehr normal. Es ist halt einfach ein Rennauto, Digga. Ich glaube, es ist Zeit, den nächsten Punkt... Bupa. ...auf unserer Liste abzuhaken, und zwar die Launch Control. Linkes... linker Bein... oh Gott, ich bin aufgeregt. Linker Fuß auf die Bremse. Rechts komplett Gas. Hört euch den Sound an. Wieso ist das Tacho jetzt da zensiert? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Was soll das? Hier ist 60, Bruder, entspannt euch ein bisschen. Wenn er sich so bei 7000 oder 6000 Umdrehungen so einhakt, Bruder, und dann komplett losmarschiert. Junge, es ist einfach zu krank. Okay, Freunde, jetzt fahren wir auf die Autobahn drauf und schauen einfach mal, wie schnell dieses Schätzchen so fährt. Ich will für nichts garantieren, Freunde. Wir schauen einfach gleich mal, wie frei die Autobahn ist, weil ich will da wirklich niemanden gefährden oder sowas. Wir gucken einfach gleich, Freunde. Bevor wir auf die Autobahn drauf fahren, genießt, okay? Ich halte jetzt wirklich komplett die Fresse, Bruder. Enjoyt den Sound. Genießt einfach, was hier zu sehen ist, okay? Legt. Ja, dann halt doch auch dein Maul! Euch zurück und enjoyt, Digga. Oh, Junge. Oh, Bruder. Klingt schon geil, no joke. Ich würde gerne da mal mit Emoji in den Wald fahren. Das ist einfach zu schön. Junge.
No joke, schon sehr, sehr geil. Digga, es ist einfach wunderschön. Ich hab den gerade nicht mal hochdrehen lassen. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber. Freunde, es ist soweit. Ich befinde mich auf der Autobahn. Linke Spur. Pedika auf Sport. Klappen sind auf. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, Digga. Ich gebe jetzt einfach Kickdown, okay? Wir sind im 7. Gang. 140. Ich hoffe, dass es jetzt frei ist. Also hier sieht es gerade sehr frei aus. Okay, seid ihr bereit? 3. Ah, du Scheiße. 2. Pepega Driving. 1. Oh, nein, Jungs, das will ich sehen, Mann. Okay, wir sind jetzt schon bei 200. Ich hoffe, wir können ihn noch hören. 9000 Umdrehungen, linke Alter, Junge, what the 250. Fuck, Bro. Alter, das Ding. Okay, dort sieht der Erste rüber, Bruder. Der hat jetzt ordentlich rübergezogen. Holy shit. Da habe ich jetzt gerade... Ganz kritisch. Sehr starke Brems, Bruder. Digga, muss man aufpassen. Bro, okay. Ich gebe nochmal kompletten Kickdown. 3, 2, 1... Oh mein Gott, Junge, das ist ein scheiß Rennauto, Digga! Okay, wir sind bei 180 gerade. Autobahn sieht frei aus. Wir sind über 220. 240, da zieht schon wieder einer rüber, dann leck mich doch am Arsch. Okay, wir warten, bis der Bruder rüberfährt. Alles entspannt. Ich glaube, das Schnellste, was ich jemals gefahren bin, allerdings nicht mit meinem Auto oder einem Auto, was ich geleast hatte, sondern mit dem Auto von einem Kollegen, ist 325 gewesen, Alter. Allerdings auf einer abgesperrten Rennstrecke, aber 325, Digga, da wird dir schwindelig, also da ist vorbei. Ganz gar kein Problem und es geht weiter, vierter Gang, 180, 200, Digga, das ist so krank, es ist einfach so krank, Bruder. Okay, wir sind bei 230 in der Kurve. War auch ein GT63, allerdings von einem Homie, der den gekauft hatte. War am Nürburgring und da gibt es eine Gerade und dann war durchgedreht. Und ich sage euch ehrlich, 250 in der Kurve fühlt sich nicht schnell an. Ich habe alles unter Kontrolle, ich fühle mich sicher. Macht euch keine Sorgen um mich. Wir sind bei 250. Ich warte, bis die Gerade kommt. Da sind schon wieder Autos. Oh, nein. Ich werde es gleich nochmal umdrehen, Freunde, und so auf dem Rückweg probieren. Okay, Freunde, ich habe umgedreht. Wir fahren direkt auf die linke Spur drauf. Ja! Schön rein mit dem V-Power. Ah, Ultimate. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hinter mir befindet sich, glaube ich, ein Lamborghini Aventador. Also, ey, das ist hier kein Straßenrennen oder sowas. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt. Ich gebe trotzdem ein bisschen Gas. Der Lambo fickt den doch, oder? Ah, das ist kein Aventador, das ist ein Gallardo, Bruder. Der hat mich gegrüßt. Jungs, ich bin in der Supercar-Community aufgenommen worden. Wird der Gallardo den nicht überficken? Der hat mich gegrüßt, Digga. Klar, oder? Der fand mein Auto auch cool. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch, Digga. Wir sind bei 150. Ein GT? Starten rein. Nee. 180. 200. 220. 230. Sieht gut aus. 250. Oh, Junge, das ist schon... eine sehr, sehr kritische Geschwindigkeit, ne? Okay. Ja, macht aber 270. Gut hier mit der Böschung. Boah, wenn da jetzt einer rüberzieht, 290. Alter. 300. Alter, Junge, einfach kurz Schallmauer durchbrochen, Bro. 307, Digga, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Da kommt man gut von A nach B. Jungs, wir haben es geschafft. Also wir waren über 300, Digga. Das war mein heutiges Ziel. Der fährt... Nächste Ziel ist 400, Bro. Viel schneller, Bruder. Es ist wirklich... Du hast das Gefühl, er hört nicht auf. Digga, einfach ins Kopf, wenn er Gran Turismo spielt. Er zieht und zieht und zieht. Ich hoffe, ihr konntet den Tacho sehen, also wie schnell wir waren, Digga. Er hört nicht auf. Also ich weiß nicht, was ihr Topspeed ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass so 330, 335 kein Problem sein soll. Alter, mein... Ihr schaltet bei 300 nochmal, ne? Hände sind nach geklatscht nass, Digga, Jungs! Wow! Tanknadel schneller unten als kaltes Bier. Eine Sache machen wir noch. Ich werde jetzt gleich noch einen Tunnel suchen. Ah, der GT3 hat mehr PS, glaube ich, oder? Und einmal durch den Tunnel ballern. Mein Vater fährt Taycan. Weird Flex, Bro. Wieso bist du kein Sub dann, wenn dein Vater so reich ist? Ein Soundcheck. Ich will, dass ihr den Sound genießt, Digga. Ihr werdet wahrscheinlich einfach nur 9000 Umdrehungen hören und mein Gekicher. Ich sag jetzt schon mal Tschüss, Freunde. Vielen Dank für alles. Ich habe hier wirklich sehr viel Spaß mit dem Auto, Digga. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Genießt den Soundcheck, der jetzt am Ende nochmal kommt. Ich hab euch lieb. Passt auf euch auf. Ha ha ha!
Oh, Bruder, dieses bei 5000 Schalten, ich krieg nicht genug davon. Bam! Oh, Junge, geil. Schönes Auto, no joke. Schönes Auto.